Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem letzten Vortrag heute mit dem Titel Die überwältigende Präzision der Bibel. Damit Sie gleich verstehen, worum es heute Abend geht, der Vortrag besteht aus 5 Teilen. Präzision 1, Ihre Wissenschaftlichkeit. Präzision 2, Ihre Überlieferung. Präzision 3, Ihre Chronologie. Präzision 4, Ihre Detailangaben. Präzision 5, Ihre Prophetie. Wir gehen das Thema also von ganz verschiedenen Seiten und Ebenen an. Präzision 1, Ihre Wissenschaftlichkeit. Sie haben im Foyer die Ausstellung gesehen, Bibel und Wissenschaft. Die Forschung hat Verspätung. Es geht da um 30 Beispiele von Entdeckungen in der modernen Naturwissenschaft, die man alle schon vor Jahrtausenden in der Bibel nachlesen konnte. Also man hätte gar nicht so lange warten müssen, bis man das entdeckt in der Naturwissenschaft. Es stand ja eh in der Bibel so. Und ich möchte jetzt heute Abend diese Ausstellung nicht nochmals wiederholen, sondern einfach noch ein 31. Beispiel hinzufügen, und zwar das Thema der hydrothermalen Quellen der Tiefsee. Im Buch Hiob vor über 4000 Jahren stellt Gott Hiob, diesem Mann aus dem Lande Uz, heutiges Südjordanien, die Frage, Hiob 38, Vers 16, und das war Gottes Reaktion auf Hiobs Anschuldigung, Gott habe Fehler im Leben Hiobs gemacht. Und dann stellt Gott eine ganze Reihe von Fragen im Zusammenhang mit der Natur, um zu zeigen, wer Gott ist und wer Hiob, wer wir Menschen sind. Und nun diese Frage hier. Bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres? Und hast du die Gründe der Ozeantiefe durchwandelt? Die Bibel spricht hier über Quellen im Meer. Es sind 2 poetische Verszeilen und Sie sehen, die parallele Zeile spricht von den Ozeantiefen, von den Gründen der Ozeantiefen. Dort müssten Quellen zu finden sein. Niemand wusste etwas von Quellen im Meer, nicht wahr? Bis vor einigen Jahren, das nun in der modernen Naturwissenschaft nachvollzogen worden ist, indem man eben diese hydrothermalen Quellen der Tiefsee entdeckt hat, von denen Sie hier einen wissenschaftlichen Querschnitt sehen. Es handelt sich um Quellen, die man in Meerestiefen von 700 bis 4000 Metern findet. Das erste Mal von Menschenauge gesehen, 1977, mit einem Tiefsee-U-Boot. Diese Quellen sind sensationell. Die stoßen bis zu 464 Grad heißes Wasser aus. Da sagte einer, also meine Frau kann nur auf 95 waschen. Übrigens meine auch. Wir leben ja so ungefähr 400 Meter über Meer. Da ist das so, kriegt man nicht 100 Grad hin. Hängt also vom Druck ab. Aber in den Meerestiefen haben wir ein bisschen einen höheren Druck als hier. Und darum in den größten Tiefen hat man also gemessen bis 464 Grad heißes Wasser. Ja, eigentlich ist ja das sowieso bekannt schon von den Druckdampfkochtöpfen, nicht wahr? Innerhalb von wenigen Minuten kriegt man die Kartoffeln weich. Warum? Weil man unter Druck kocht und dadurch kann man eben das Wasser viel höher, deutlich weit über 100 Grad erhitzen, unter Druck. Da geht's. Also so ganz ähnlich wie da im Meer. Und es ist so, dass diese Quellen etwa 160 Kubikkilometer Wasser pro Jahr in die Ozeane ausstoßen. Schon ziemlich gigantisch. Hier sehen Sie nun ein originales Bild von einer solchen Tiefseequelle. Aber vor über 4000 Jahren hat Gott gefragt, bist du gekommen bis zu den Quellen des Meeres? Die Menschheit muss noch ein bisschen warten, ja?
Und wir alle hier im Saal, keiner von uns hat das jemals so gesichtet, nur hier auf dem Bild, ja? Oder ein anderes Bild hier. Also eine fantastische Sache, aber das konnte man schon immer aus der Bibel wissen. Natürlich gibt es diese Quellen auf den Gründen der Ozeantiefen. In der Ausstellung draußen haben Sie Beispiele gesehen, wie das Gewicht der Luft, nicht wahr? Bis in die moderne Zeit hat man gemeint, Luft sei nichts. Und schließlich konnte dann Torricelli, Evangelista Torricelli, 1643 mit dem Barometer beweisen, natürlich hat die Luft ein ganz enormes Gewicht. Aber nicht wahr? Im Buch Hiob 28,25, da sagt ja Hiob im Zusammenhang mit der Schöpfung, als er Gott dem Wind ein Gewicht bestimmte. Also wenn der Schöpfer dem Wind ein Gewicht bestimmt hatte, dann kann man nicht sagen, die Luft sei nichts. Oder, ich war die alten Babylonier meinten, die Erde sei ein Boot, das auf dem Ozean schwimmt, aber in Hiob 26,7 konnte man immer nachlesen, dass Gott die Erde aufgehängt hat über dem Nichts. Und das Eindrückliche dabei ist ja Folgendes. Die Erde ist wirklich aufgehängt als Kugel. Wie dann erst Sir Isaac Newton beweisen konnte, indem er die Gravitationsgesetze beschreiben konnte, die Erde ist durch die Gravitation der Sonne gebunden auf einer festen Bahn im Weltall. Aber schauen Sie, man hat lange in der Wissenschaft gemeint, es gibt in der Natur kein Vakuum. Man sagte sogar, die Natur verabscheut ein Vakuum. Nicht wahr? Sobald Sie versuchen, mit Absaugen ein Vakuum herzustellen, was geschieht? Ja, da möchte irgendeine Flüssigkeit, ein Stoff, ein Gas da rein. Also die Natur hasst ein Vakuum, sagte man. Und so meinte man in der Wissenschaft sehr lange, das Weltall sei erfüllt von einem Stoff. Nur niemand kennt diesen Stoff. Man nannte das Äther. Und heute wissen wir, das ist ein totales Märchen gewesen in der Naturwissenschaft. Diesen Äther gibt es gar nicht. Und im zwischenplanetaren Bereich, zwischen den Planeten und zwischen den Sternen, ist das Weltall wesentlich ein Vakuum. Und die Bibel sagt, er hängte die Erde auf über dem Nichts, nicht über, im Äther. Al-Blima, das heißt, Blima, nichts, etwas, das ist nichts. Man meinte lange, das Licht, das sei ein Zustand. Und tatsächlich, man kann ja nicht beobachten, wenn man in einem Raum eine Fackel oder eine Lampe entzündet, dass das Licht irgendwie einen Weg zurücklegen müsste. Beim Schall war es von Alters her anders. Nicht wahr? Sah man jemanden so 100, 200 Meter weiter weg hämmern? Komisch. Immer wenn der Hammer oben ist, dann knallt es. Und wenn er unten ist, hört man nichts. Da musste man darauf schließen, dass der Schall einen Weg zurücklegt. Nicht wahr? Aber beim Licht kann man das nicht, weil das Licht ja so schnell ist. 300 Kilometer pro Sekunde, das ist ungefähr 7-mal um die ganze Erde in einer Sekunde. Aber Gott fragt Hiob, weißt du, was der Weg ist, auf dem sich das Licht verteilt? Hiob, das Buch Hiob spricht über den Weg des Lichts, wie die modernen Physiker heute, man spricht über den Lichtweg im Raum, nicht wahr? Und dann die Erwähnung von Kernspaltung und Kernfusion in 2. Petrus 3, auch ganz erstaunlich. Ich war Petrus, der ehemalige Fischer, schreibt in seinem zweiten Petrusbrief im Jahr 67 nach Christus, ganz entgegen aller Philosophie der Griechen, die Atome können aufgelöst werden, werden beim Weltuntergang auch aufgelöst und sie werden miteinander verschmelzen im Brand mit gewaltigem Krachen. Aber die alten Griechen, die so weise waren, dass sie tatsächlich sagten, die ganze Materie ist aufgebaut aus kleinsten Teilchen, den Atomen. Und die kann man nicht mehr weiter teilen. Darum nannten sie diese Teilchen Atomon. Unteilbar. Atomon. Und er sagt, die werden aufgelöst werden und im Brande, im Krachen
dann vergehen und auch verschmolzen werden. Und erst im 20. Jahrhundert hat die moderne Physik entdeckt, natürlich kann man die Atome spalten. Und tatsächlich wird enorme Energie gebunden in der Materie freigesetzt und auch durch die Kernfusion. Ja, woher wusste er das? Nun, die Bibel sagt, durch Inspiration. Die Bibel ist von Gott inspiriert. Und übrigens, Petrus benutzt nicht das falsche Wort Atom. Ich war ständig, wenn wir von Atomen sprechen, immer noch in der heutigen Zeit, sagen wir etwas ganz Falsches. Wir sagen immer, das sei unteilbar. Natürlich, wir wissen, wir verstehen uns. Niemand von uns glaubt, die Atome seien unteilbar. Aber wir sagen es dauernd. Und Petrus hat nicht dieses falsche Wort Atomon genommen, sondern ein anderes altgriechisches Wort, das auch die kleinsten Teilchen der Materie bezeichnet, und zwar Stoicheion. Das hat aber nicht den falschen Nebensinn vom Unteilbaren. Vielleicht kennen Sie das Wort noch aus der Chemie, die Stöchiometrie, die Lehre, wie man Elemente zu Molekülen zusammensetzt. Stöchio kommt von Stoicheion, Element. Ja. Jetzt ist es aber wichtig, bei dieser Ausstellung draußen im Foyer geht es um Naturwissenschaft im strikten Sinn des Wortes. Naturwissenschaft ist nämlich die Wissenschaft, in der man Dinge beobachtet, durch Experimente und die Experimente beliebig oft wiederholen kann. Und da muss man heute sagen, wir haben wirklich überhaupt keine Probleme im Vergleich von Bibel und Naturwissenschaft heute. Ja, wo hätten wir Probleme mit Physik? Da, wo man Dinge im Experiment wiederholen kann. Wo mit Chemie? Keine Probleme. Wo mit Biologie, wo man etwas beobachten kann? Natürlich sagt einer, aber mit der Evolution habt ihr sehr wohl ein Problem. Ja, natürlich, ein riesiges Problem. Aber Evolutionslehre ist nicht strikte Naturwissenschaft. Denn da geht es ja um ein Thema, wo man nicht wieder zurückgehen kann und schauen kann, wie es eigentlich geschehen ist. Wie ist das Leben entstanden? Wie haben sich die ersten Lebewesen weiterentwickelt? Das kann niemand beobachten. Das geht nicht mit dem Experiment. Das ist strikt genommen keine Naturwissenschaft. Und darum hat ja schon vor Jahren der gute alte Professor Dr. Wildersmith das Buch geschrieben, die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Und damit sagt er, wenn man dieses Thema angeht, rein von der Naturwissenschaft, das, was man im Experiment wiederholen kann, funktioniert das mit Evolution nicht. Und da bringt er dann auch dieses Beispiel mit dem Massenwirkungsgesetz aus der Chemie. Ich habe das schon heute einmal gebracht, aber für die, die nicht da waren, nochmals, und überhaupt die alten Römer sagten, Repetitio mater studiorum est, die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Jetzt können Sie es dann auswendig. Und ich mag mich erinnern, als junger Mann, Teenager, da durfte ich einmal ins Mädchengymnasium gehen. Also, dass Sie verstanden haben, ich bin als junger Mann in ein Knabengymnasium gegangen und das war recht so, und Sie sehen, ich habe dann trotzdem heiraten können. Das hängt nicht davon ab. Und da durfte ich mal ins Mädchengymnasium gehen, weil da der Professor Wildersmith eingeladen war und einen Vortrag hielt über Evolution. Und dann mag ich mich erinnern, wie dieser Gentleman, dieser Engländer mit einem starken englischen Akzent im Deutschen, hat er das Massenwirkungsgesetz an die Tafel geschrieben. Sie sehen da auf der linken Seite, da gibt es Methan, Wasser, Ammoniak, dann Energie und jetzt gibt es eine Reaktion und so entstehen Aminosäuren. Das geschieht so in der Natur. Aminosäuren können in der Natur entstehen. Aber jetzt, wenn es um das Thema geht, wie entstand das Leben, müssen wir einen Schritt weiter gehen. Unten sehen Sie eine Reaktion, eine Aminosäure plus eine weitere Aminosäure und dann Pfeil nach rechts, das ist eine Reaktion. Und was entsteht? Die verbinden sich miteinander zu einer kleinen Kette, ein Dipeptid entsteht. Und dabei entsteht aber auch ein bisschen Abfall, in diesem Fall ein Wassermolekül, H2O. Aber das ist sehr dumm. Nicht wahr?
dass das Leben, auch das sogenannte einfachste Leben, wenn man von einfach sprechen kann, jede Zelle ist ja unglaublich kompliziert, aber sogar die sogenannten einfachsten Zellen bestehen aus riesigen Molekülen von DNA, RNA und Proteinen. Und nun, damit überhaupt Leben entstehen kann, müssten ja diese riesigen Ketten zuerst entstehen können in der Natur. Aber das Massenwirkungsgesetz zeigt, das geht nicht. Natürlich, die Reaktion geht nach rechts. Und jetzt sehen Sie, ich habe auch einen Pfeil nach links gemacht. Das nennt man eine reversible Reaktion. Nicht wahr? Also die Reaktion geht rüber, aber weil dann eben Abfall entsteht, wie Wasser, geht die Reaktion auch wieder zurück. Und durch das Wasser wird die Kette gebrochen. Und so geht das hin. Es entstehen Aminosäurenkettchen, geht es wieder zurück, brechen ab. Und das geht so hin und her, bis ein thermodynamisches Gleichgewicht entstanden ist. Und was am Schluss da ist, wir haben keine langen Ketten, die es bräuchte für das Leben. Das funktioniert nicht. Also man muss sogar sagen, die Naturwissenschaften sind gegen Evolution. Wo man meint, einfach durch Naturprozesse sei das Leben entstanden, funktioniert nicht, ist sogar im Widerspruch zur Naturwissenschaft. Und darum, weil das Smith, das hat mich geprägt damals. Ich weiß noch, wie eine Lehrerin, die wurde wütend. Und der Mann hat sie so gütig, ich sehe das noch vor mir, so gütig angeschaut. Ich habe einen Mann mit einem langen Bart, deutlich länger als meiner, runden Brillen, aber kleiner als meine. Und er hat so freundlich geschaut, weil er hat gesagt, es geht nicht. Das prägt einen. Ja, also das zur Wissenschaftlichkeit der Bibel. Jetzt gehen wir zu Präzision 2, Ihre Überlieferung. Ich war viele Menschen sagen, ja, wissen Sie, ich habe so ein Problem mit der Bibel, die wurde ja schon so oft abgeschrieben und auch übersetzt. Wer kann uns sagen, dass wir heute noch dieselbe Bibel haben, wie sie damals ursprünglich aufgeschrieben worden ist? Ach, ich freue mich jedes Mal, wenn jemand diese Frage oder dieses Problem vorbringt. Und da muss man erklären, manchmal ganz von vorne, die Bibel ist aufgebaut aus zwei Teilen. Vorne das Alte Testament, das wurde geschrieben vor Jesus Christus. Und das Neue Testament, das wurde geschrieben nach dem Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren. Nun schauen wir uns das Alte Testament an. Vom Alten Testament besitzen wir mehrere tausend Handschriften aus dem Mittelalter. Sie müssen wissen, als wir damals in der Schule in Latein Cicero oder Cäsar gelesen haben, zum Beispiel der Gallische Krieg von Cäsar, Gallia ist omnis divisa in partes res, quarum unam. Sie merken, das prägt einen fürs ganze Leben. Ja, und keiner meiner Schulkollegen hat doch da gezweifelt, dass wir wirklich Julius Cäsar lesen. Aber Sie müssen wissen, man ist gut dran bei diesen alten, antiken Autoren, wenn man von einem Werk mehr als 10 Handschriften hat. Und oft ist der Abstand zwischen dem Original und der ältesten Abschrift, die heute noch besteht, über 1000 Jahre. Aber keiner zweifelt. Bei der Bibel, man zweifelt. Nun, wir können schon mal sagen, das Alte Testament, mehrere tausend Handschriften aus dem Mittelalter. Man nennt diese Handschriften der masoretische Text. Weil die Rabbiner, die da abgeschrieben haben, das waren die Masoreten, die Überlieferer. Und die haben fantastisch gearbeitet. Sie sehen hier eine Seite aus einer solchen Handschrift. Und die Abschreiber, die haben nicht nur so schön geschrieben, wie Sie da sehen, so klares Hebräisch, nicht wahr? Sondern die haben auch Wörter, Ausdrücke, also Wortverbindungen und Buchstaben gezählt. Um dann sicher zu sein in der Abschrift, dass die Abschrift identisch ist. Nicht wahr? Das war ja schon in der Schule immer wieder ein Problem. Man schreibt einen Text von der Wandtafel ab. Und man muss genau kopieren. Wie kann man sicherstellen, dass es wirklich funktioniert? Ja, zählen Sie die Buchstaben und die Wörter an der Wandtafel und dann die Buchstaben und die Wörter in Ihrem Heft. Ich sage jetzt das den jungen Leuten, ja? Und aus der Grundschule.
Und wenn die Zahl um 1 abweicht, dann kann man sicher sein, dass die Kopie nicht ganz stimmt. Und da kann man suchen. So haben die gearbeitet. Sie sehen da am Rand des Textes, also im Zwischenbereich von zwei Texten, kleine Zeichen. Ein Zeichen, das sehr oft vorkommt, sieht aus wie ein L. Ist auch ein hebräisches L, Lamed. Mit Punkt, Abkürzung für Layit. Was bedeutet im Aramäischen, dass dieses Wort nur einmal im ganzen Alten Testament vorkommt. Und es warnt den Abschreiber, Achtung, dieses Wort ganz genau so kopieren wie hier. Nichts ändern, auch nicht in der Rechtschreibung. Und so haben die also Listen gemacht. Das sind Methoden wie bei Computern, um Texte zu sichern. So arbeiten ja auch die Computer, nicht wahr? Sie können die Anschlagsanzahl können Sie ganz kurz statistisch nachschauen. Zwei Files, die fast gleich sind, miteinander vergleichen, dann sehen Sie, oh, das ist aber nicht ganz gleich. Das sind nicht genau gleich viele Anschläge. Da ist irgendein Unterschied da. So haben die gearbeitet. Das war ein perfektes Abschreiben, aber die Kritiker, die haben sich damit nicht zufrieden gegeben, haben gesagt, natürlich im Mittelalter haben die gut abgeschrieben, aber wer sagt uns vor dem Mittelalter, dass die Bibel auch damals gut abgeschrieben wurde? Und das war unser Problem. Wir hatten bis Anfang des 20. Jahrhunderts etwa keine hebräischen Handschriften, die älter waren als das Mittelalter. Und dann kam Qumran. In den Jahren 1947 bis 1956 wurden in 11 Höhlen in Qumran am Toten Meer biblische Handschriften entdeckt. Sie sehen hier die Höhle 4, römisch 4, das ist die reichste Höhle. Es wurden Tausende von Manuskripten gefunden. Und fast alle Bücher des Alten Testaments sind hier belegt, außer das Buch Esther. Und das sind nun Abschriften der Bibel aus dem 3. Jahrhundert vor Christus bis ins Jahr 68 nach Christus. Das ist das definitive Ende. Da wurde Qumran verwüstet von den Römern. Ja, und jetzt haben wir also plötzlich Texte, die waren Jahrhunderte, ja, sagen wir ein Jahrtausend älter, als was wir bisher hatten. Und so konnte man jetzt vergleichen, ja, wie wurde vor dem Mittelalter abgeschrieben? Und jetzt können wir die Antwort geben, nach über 50 Jahren Qumran-Forschung. Fantastisch. Man findet nämlich in Qumran auch diesen masoretischen Text. Einfach nicht aus dem Mittelalter, sondern aus der Antike. Und darum nennt man ihn in der Wissenschaft den proto-masoretischen Text. Das ist der vor-masoretische Text, einfach vor, weil er älter ist als den, den wir schon hatten aus dem Mittelalter. Und das Ganze ist wirklich eindrücklich. Da wurden auch nicht nur kleine Texte gefunden, sondern zum Beispiel auch die vollständige Jesaja-Rolle aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Alle 66 Kapitel sind vorhanden. Auch die Prophezeiungen auf Jesus Christus, die sich dann später erfüllt haben. Man kann beweisen, die Prophetie wurde vorher geschrieben, hat sich nachher erfüllt. Grandios, nicht wahr? Und was man nun in den vergangenen Jahren auch festgestellt hatte, das Judentum hat von alters her den besten Text, den es gab, als Zentraltext im Tempel zu Jerusalem aufbewahrt. Und so konnte man im Judentum immer wieder auch die Handschriften in Synagogen eichen, am besten Text eben im Tempel. Und dieser beste Text, das ist eben der Zentraltext, sprich der masoretische Text. Also heute sind wir so viel weiter, dass wir sagen können, den Bibeltext, den unsere Vorfahren schon immer hatten, in den vergangenen Jahrhunderten, das ist der beste Text, den es gibt. Denn das entspricht eben diesem Zentraltext aus Jerusalem. So, jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Das wurde geschrieben zwischen 30 und 98 nach Christus. Und zwar besitzen wir heute über 5760 griechische Manuskripte. Die Zahl hier ist bereits veraltet, weil man findet immer wieder neue. Und einer der neueren Entdecker, ein Amerikaner, hat sogar in jüngster Vergangenheit eine Matthäus-Handschrift gefunden,
Die hat er aber noch nicht veröffentlicht. Und da sagt er, aufgrund des Schriftbildes muss man sagen, diese Handschrift stammt aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Also Zeit der Augenzeugen. Nun, ich bin gespannt auf die Veröffentlichung, aber ich nehme das schon mal zur Kenntnis. Also interessant, hier haben Sie eine Handschrift aus dem allgemein auf das 2., 3. Jahrhundert datiert, der P46, eine Handschrift von Paulus Briefen. Und so haben wir also gegen ca. 5800 Manuskripte. Und jetzt kann man die miteinander vergleichen. Und was auffällt, ist, dass die absolute Mehrheit, 90%, eine unglaubliche Einheit darstellt. Unglaublich übereinstimmend. Das ist der sogenannte Mehrheitstext. Im Gegensatz zum Minderheitstext, den man auch Nestle-Aland-Text nennt. Und nun muss ich Ihnen sagen, im 19. Jahrhundert haben Westcott und Hort diesen Text verachtet und haben gesagt, nein, das ist nicht eine gute Textüberlieferung, dieser Mehrheitstext, sondern es ist einfach, sagen wir, so 1000-mal dasselbe. Ja? Also wenn Sie irgendein Dokument haben und das 1000-mal auf Ihrem Fotokopier kopieren, können Sie nicht sagen, jetzt habe ich ein 1000-faches Zeugnis von diesem Dokument. Ja? Sie haben ein Zeugnis. Und so sagen Sie, das ist einfach so und so viel Mal dasselbe. Aber diese Einheit, die sei entstanden, indem man so im 3. Jahrhundert nach Christus eine Revision der Bibel gemacht habe. Und da hätte die Kirche festgestellt, mit Autorität, das ist der Text und von jetzt an nur noch diesen Text kopieren. Und dann sei der Minderheitstext mit der Zeit verschwunden. Nun, heute sind wir über 100 Jahre nach Westcott und Hort und wir müssen sagen, es hat historisch nie eine solche Revision gegeben. Nie. Ja, jetzt dreht sich der Spieß. Wenn also diese Mehrheit der Handschriften so genau miteinander übereinstimmen und diese Übereinstimmung kommt nicht durch eine Revision, wodurch kam sie? Indem diese Handschriften auf die Originale zurückgehen. Und ein Wissenschaftler, ein Bekannter von mir, der sagt, ja, er stelle sich das so vor, natürlich hat es keine Revision gegeben, aber das war so ein Prozess, im Laufe der Zeit hätten sich diese Handschriften immer mehr angeglichen. So durch die Schreibergewohnheiten wurde das immer mehr ein Einheitstext, so im Fluss, muss ich sagen. Da wäre jetzt Mathematik sehr hilfreich, nicht wahr? Zeigen Sie mir ein mathematisches Modell, wie man durch Abschreiben mit der Zeit immer ähnlicher wird. Durch Abschreiben gehen die Texte langsam auseinander, nicht wahr? Und da haben wir diese Einheit, und das weist darauf hin, das geht zurück auf den Urtext. Und natürlich der Römerbrief in Italien, der war noch längere Zeit zugänglich in der Gemeinde in Rom. Die Korintherbriefe in Korinth, die Thessalonicher Briefe in Thessalonich. Und darum, gerade aus diesem Gebiet, wo ganz besonders der Mehrheitstext bezeugt ist, Italien, Griechenland und heutige Türkei, da waren diese Originale da und da konnte man die Handschriften immer wieder eichen und das hat zu dieser Einheit geführt. Also wir haben wirklich ein fantastisch überliefertes Neues Testament. Das können wir sagen. Und ein fantastisch überliefertes Altes Testament. Es ist so, wie es in der Jesaja-Rolle, auch schon in Qumran, heißt, Jesaja 40,8, das Gras ist verdorrt, die Blume abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. In diesem Zusammenhang möchte ich